Und damit willkommen zurück zu Die Kunst des Mordens, die Jagd nach dem Marionettenspieler. Wir sind ja in Spanien angekommen und haben den Antiquitätenhändler getroffen, der auch meinte, er wüsste, wie es einen Zusammenhang gibt zwischen den Leuten. Er hat uns jetzt nichts Genaues perfekt über die Liste gesagt, aber meinte, er hat erstmal was zu tun. Nämlich das Wichtige ist, dass das Motorrad seines Enkels wiederhergerichtet werden soll. Das ist bei ihm im Garten und das haben wir hier. So, was haben wir denn Schönes noch? Wir haben ein Motorrad. Das Rad fehlt. Mit dem Motorrad fährt momentan niemand. Also brauchen wir ein Rad, richtig? Motorrad hinten. Wir haben hier eine Flasche. Das halte ich für keine gute Idee. Haben wir noch sonst irgendwas hier? Hier ist noch irgendwas? Ich werde die Mutter befestigen, wenn das Rad an seinem Platz ist. Okay, wir brauchen ein Rad. Also guter Rad ist teuer, deswegen ein gutes Rad auch. Wir haben hier ein bisschen Früchte, wir haben hier einen Rasensprenger, oder? Ja. Eine Matratze, die hier auslüftet. Und hier oben ist ein geflicktes Loch. Warum ist ein geflicktes Loch? Ich komme da nicht dran. Haben die da ein Stück Gummi als Dachziegel verwendet? Ah, Gummi. Das heißt, wenn wir an den Gummi kämen, können wir bestimmt irgendein Loch zumachen. Also könnte eine Teilaufgabe sein, an den Gummi zu kommen. Gut. Ich versuche aber erstmal rauszukriegen, was denn der gute Herr möchte. Genau. Sollen wir das komplett Motorrad reparieren? Ich vermute mal ja. Dem Motorrad fehlt ein Rad. Dieses Rad sollte repariert. Wissen Sie, ob es schon fertig ist? Bestimmt. Es hat schon lange gedauert. Ich gehe. Mein Enkel wird sich... Sie können anfangen zu packen. Ich bin gleich fertig. Warum packt er jetzt nochmal? Na gut, er war das letzte Mal einfach nur so rausgegangen. Wir gehen zu der Stelle, wo sich die Werkstatt befindet. Also wir reden mal mit ihm. Raoul. Ich bin es wieder. Ich sagte Ihnen doch schon, die Teile... Ich weiß, ich komme aber wegen etwas anderem. Weswegen denn? Wollen Sie mit mir zum Tanzen? Heutzutage heißt das doch Clubbing. Egal, hier kann man sowieso nirgendwo tanzen. Clubbing? Und zwar Rad reparieren. Ich komme wegen des Rads. Welches Rad denn? Das für das Motorrad. Der Antiquitätenhändler hat es Ihnen zur Reparatur gegeben. Er meinte, es sei nicht dringend. Aber jetzt ist es dringend. Das geht nicht. Ich kann doch nicht drei Dinge auf einmal erledigen. Drei? Ihr Auto reparieren, die Fotos ausdrucken und jetzt auch noch das Rad. Die Fotos haben Sie doch schon ausgedruckt. Ja, für Sie sieht das vielleicht einfach aus, aber ich muss diese Arbeit eintragen, auswerten und die Rentabilität prüfen. Sie sind ja ein richtiger Manager. Ja, vielleicht sollte ich Subventionen anfordern. Warum das denn? Ach, lange Geschichte. Egal. Also, was das Rad angeht, ich habe kein Material mehr zum Flicken. Lassen Sie mich raten. Es dauert ein paar Tage, bis neue ankommen. Die Felge ist verbogen. Das Ding hält die Luft nicht mehr. Das bekommen Sie sicher hin. Ich sagte doch, dass ich viel zu tun habe. Außer, Sie helfen mir. Sicher. Wie denn? Was soll ich tun? Die Felge ist ziemlich verbogen und braucht einen neuen Schlauch. Nehmen Sie einen aus dem Regal und sehen Sie nach, ob er ein Loch hat. Und bringen Sie mir das Rad und das Montiereisen. Ich komme später. Okay, wir haben Hauptsachen zu erledigen. Also Montiereisen, das war hier. Schauen Sie nach, dass es ein Loch hat, dann macht das wahrscheinlich Wasser rein und also macht Luft in den Schlauch und guckt nach, ob da im Wasser Luftblasen entstehen. So, hier ist der Schlauch. Mal aufpumpen. Denk nach, Nicole. Wir brauchen eine andere Lösung. Das. Wir gehen zur Wanne hin. Wanne, Wasser. Wir brauchen Wasser. Ein paar Reifen auf einem Ständer. Jede Menge nützlicher und unnützer. Achso, Moment. Wenn wir aber kein Wasser haben, können wir vielleicht das Wasser aus der Werkstatt. Können wir den Brunnen. Warte mal, wir können es nochmal probieren. Dann nehmen wir den mit dem Brunnen. Aber wir können doch bestimmt Wasser transportieren, oder?
Wir haben keine Interaktionsmöglichkeit mit der Wanne, obwohl wir zur Wanne gehen können. Das ist amüsgöl. Wunderschön. Denk nach, Nicole. Ja, erst anschalten. Wir haben keine Kappe, oder? Denk nach, Nicole. Können wir den mitnehmen? Der Schlauch ist schon eh nicht mehr aufgepumpt, oder? Sehe ich das richtig? Da ist das Loch. Ha, haben wir noch geschafft, gerade in der Zeit. Also es gibt ein Loch, also haben wir damit rausgekriegt. Das bedeutet, wir brauchen irgendwo ein Flicken zum Flicken. Kriegen wir diesen Gummiziegel runter, indem wir das Montiereisen nehmen? Das funktioniert nicht. Indem wir das hochwerfen. Das nennt man Versuch und Irrtum. Ich nenne es, versuchen irgendwie an das Ziel zu kommen. Ich werde die Mutter befestigen, wenn das Rad an seinem Platz ist. Ach, nee, ich sehe schon, das ist so eine entschleunigende Aufgabe, wo man einfach etwas sehr Sinnloses macht, was eigentlich null zum eigentlichen Storyverlauf passt. Das fasse ich lieber nicht an. Der Antiquitätenhändler wird sicher sauer. Mhm. Kopien illuminierter Manuskripte. Die Fotos, die ich im Laden habe entwickeln lassen. Alte Bücher, guck mal. Kopien illuminierter Manuskripte. Kopien illuminierter Manuskripte. Kann es sein, dass wir den Marker das Loch markieren müssen? Diese Objekte passen nicht zusammen. Ja doch, wir müssen das Loch ja markieren. Diese Objekte passen nicht zusammen. Ach, lasst mich raten, wir gehen jetzt zurück zur Werkstatt. Und da weiß ich nicht, wo das Loch ist. Deswegen müssen wir gleich das nochmal machen. Richtig? Hier ist ein Loch. Das muss abgedichtet werden. Aber wo? Da muss eine Markierung hin. Ich habe das Montiereisen gefunden. Geben Sie es mir. Ich komme spät. Okay, also wir haben das gleiche nochmal. Wie mit den Puzzle zusammensetzen, also es war ja eine höchst wunderbare Aufgabe. Ich finde es wunderschön, dass vor allem hier schon losgeht, während wir noch im Screen sind. So, renn hin. So. Ich habe das Loch gefunden. Jetzt muss ich es schnell markieren. Perfekt. Aber immerhin haben sie jetzt so eine Zeitanzeige dazu gepackt, was ja irgendwie im ersten fehlte. Ich habe eine Markierung angebracht, wo die Luft austritt. Gut, aber ich habe nichts zum Flicken. Wissen Sie, was ich brauche? Gummi. Ein Stück Gummi, das man auf das Loch klebt. Sowas haben Sie hier nicht herum. Was glauben Sie, was das hier ist? Ein Vulkanisierladen? Aber er hat doch andere Reihen. Also, jetzt mal. Also, nennt mich komisch. Vielleicht kenne ich mich auch nicht gut genug aus. Auch wenn ich in der Gummibranche ein bisschen zu tun hatte. Da sind noch andere Reifen. Kann sie nicht einfach ein Stück davon abschneiden? Darf ich mir kurz... Regen? Nein. Mit diesem Stab werden Sie nicht sehr hoch springen. Aber ja, Regenschirm. Sorry, ich muss ein bisschen schneller. Ich habe gerade das Gefühl, dass wir uns hier aufhalten mit Sinnlosigkeit. Aber wir brauchen ein Stück Gummi. Aber Reifen ist prinzipiell auch Gummi. Klar, ist schon speziell vulkanisiert, ist eventuell schon abgefahren. Aber wir können ja erstmal auf die Zwischenzeit. Ich meine, klar, es hat nicht den hohen Anspruch eines Reifens, wie wenn er mit normalem Gummi nochmal drüber ist. Speziell dafür gab es ja auch die Recyclingverfahren für alte Reifen, zum Beispiel LKW-Reifen, dass sie wieder gangbar waren, anstatt die einfach nur wegzuwerfen. Aber
Ich meine, nach uns die Sintflut. Wir wollen hier nur ganz schnell das erledigen, damit wir mit dem weiterkommen. Ich würde hier nicht auf Perfektheit gehen. Naja. Ob es regnet oder nicht, man muss vorbereitet sein. Ella, Ella, so ähnlich. So. Wo kann eine Sequenz? So, Sand ist keine. Ich würde sagen, keine anderen Ziegel runtergefallen sind, aber. Ich habe extra Sequenz draus gemacht, schon herrlich. Chef, wofür sollen wir denn mal Geld investieren? Ja, die eine Sequenz mit dem Regenschirm, die ist enorm wichtig. Hier, ich habe Gummi für dich. Denk nach, Nicole. Ja, gib ihm Gummi erst in den Mund. Ich habe einen Flicken. Ah, der ist aber zu groß. Dann haben Sie etwas für nächstes Mal. Wer hat denn heutzutage noch Schläuche? Radfahrer? Schneiden Sie den Flicken zu, ich habe keine Zeit für sowas. Bitte was? Im Herzen ganz der Manager. Ich komme Okay, wir schneiden den zu. So. Haben Sie das Rad? Das ist eine Schere irgendwo, ey. Ich komme später. Haben Sie das Rad? Geht nicht. Moment. Rad? Ein Wagenheber. Bestätigte Motorradreifen. So. Das funktioniert nicht. Haben Sie das Rad? Hier. Geht nicht. Wir haben so ein Ding. Haben die nicht sowas, wo man so das drauf machen kann, wo es entwuchtet wird auch? Also gerade geht um Unwuchten. Ist das das Rad von dem Motorrad? Ja. Ich komme spät. Ja, das Rad. Ist das gut so? Perfekt. Das sag ich nochmal ab. Reparieren Sie jetzt das Rad? Rad? Ach ja, sicher, einen Moment. Dieser Typ. Haben Sie das Rad repariert? Ja. Und das geht ja sofort. Und jetzt? Ach, hören Sie doch auf, mich zu nerven. Sie sind so ungeduldig. Sind Sie schon fertig? Ein Moment. Ja, bald da. Ich habe es wirklich eilig. Eile mit Weile, junge Dame. Ich warte sehnsüchtig. Ich muss weg. Ich komme gleich wieder. So, fertig. Hier, das Rad ist so gut wie neu. Oh, danke. Und wer bezahlt mich jetzt? Sie oder der Antiquitätenhändler? Ich werde ihn bitten, dass er vorbeikommt, bevor er verschwindet. Er verschwindet? Ja, er sagte so etwas. Wie, auf seinem Rad? Nein, ich nehme ihn in meinem Auto mit. An Ihrer Stelle würde ich das Auto nicht fahren, bevor es repariert ist. Sonst stirbt es Ihnen bei der ersten Steigung gleich ab. Ich überlege es mir. Wenn Sie wüssten, was ich schon erlebt habe. Das Motorrad von seinem Enkel noch besser. Auf Wiedersehen. Ich sagte schon. Okay, wir speichern mal lieber. Ich habe nämlich das Gefühl. Nein! Also ein Spiel starten in einem normalen Adventure-Menü zu haben, ist wirklich. Das ist gemeine. Gerade wenn man so Brain AFK ist, wie man so schön sagt. Warum habe ich jetzt eigentlich das. Egal. So, wir gehen ins Geschäft. Und was wird wohl sein? Die Tür ist halb offen. Mitten am Tag. Gab es wirklich keine Möglichkeit, ihn zu retten? Vor allem wollen wir mal ganz kurz drüber nachdenken. Was hat der Marionettenspieler bisher gemacht? Er hat die Opfer präpariert, hat sie aber dazu erstmal ausbluten lassen, was durchaus eine gewisse Zeit dauert. Ich glaube, das Blut fließt nicht sofort alles raus. Und dann hat er sie, bevor Totenstarre einsetzt, aufgehangen. Also ich denke mal nicht, dass es innerhalb von 5 Minuten geht. Wir waren jetzt mal kurz weg gewesen. Ja? Okay, wir haben den Händler. Moin, moin. Gab es wirklich keine Möglichkeit, ihn zu retten? Da haben wir eine Puppe, nehme ich an. Die Beweise sollten eingepackt werden, oder nicht? Ja, Frau FBI-Agentin. Diese Flashback-Sachen, man merkt, aus welchem Jahr das ist. So wie bei CSI damals in den Folgen, wo man sich kommt, ganz Wen schnell. Wen soll diese Puppe darstellen? Den Antiquitätenhändler?
Aristokraten, Anwalt oder sowas. Ja. Okay, wir brauchen Fotos. Wir brauchen bestimmt Fotos. Gab es wirklich keine Möglichkeit, ihn zu retten? Du machst kein Foto davon. Können wir den Säbel mitnehmen? Das scheint ein wertvolles Sammlerstück zu sein. Also ich hätte jetzt gerne eigentlich eine Waffe an ihrer Stelle. Die Liste ist weg. Kopien illuminierter Manuskripte. Aber diese sind noch da. Okay, bleib mal genau dort, wo du bist. So, wir haben... Einmal hieß es ja, zum Glück hat er den Bullen. Guck an, dahinter steht was da. Das ist höchstwahrscheinlich der Code für den Safe. Er hat ja gesagt, ein Glück hat er den Bullen. 23, 10, 26, 14, 08. Okay. So, Schreibtisch war nichts gewesen bisher. Das heißt, hier haben wir den Safe. Das ist auch Safe. Aber es gibt schon ein Problem, nehme ich an. Okay, 23. Also 23 ist höchstwahrscheinlich das. So. Dann 10. Dann 26. 14. Und 8. Die Tür ist versperrt. Okay, da haben wir einen Fehler gemacht. Setzen wir auf kurz für 0. So. Die Frage ist erst rechts rum. Oder sind die Pfeile da, die alle rechts waren? Waren alle Pfeile rechts gewesen? Ganz kurz. Könnte sein, dass wir komplett rechts drehen. Aber eigentlich ist aber rechts, links wechselnd. Wir hatten aber schon Rätsel gehabt, da war es egal. So. Zehn, 26, 14, 8. Gut, das hat funktioniert. Eine Skulptur eines Drachen. Okay, Safe Raider. Safe Raider. Schwedische Browning, 19. Jahrhundert wahrscheinlich. Zwei Bücher, die ich mir nicht ansehen werde. Also war es gerade nicht hier, das Dokument, was wir brauchen. Zwei Bücher, die ich mir nicht ansehen werde. Dann können wir die Räder hier dran machen? Wenn es so einfach geht. Den bekomme ich da nicht raus. Was machen wir denn hier eigentlich gerade? Wir haben den Holzblock, wir haben Bewegen. Bewegt sich nicht. Vielleicht, wenn ich einen Hebel verwende. Hab ich noch mal ein Tiereisen? Ich könnte auch den Inhalt rausnehmen, ja gut, aber es wird immer noch schwer sein. Okay, ein Hebel. Ist jetzt doch... Den Regenschirm. Achso, den Regenschirm. Werde ich trotzdem jetzt das Rad dran machen? So geht das nicht. Ich muss irgendwie den hinteren Teil des Motorrads anheben. Moment, der Wagen. Achso, Wagenheber war Teil 1 gewesen. Wie ist denn. Achso, ich muss den hinteren Teil. Ach, ich verstehe. Wir machen hier die ganze Zeit sozusagen. Wir wollen das Motorrad klar machen. Dafür ist es da. So. Ich werde die Mutter befestigen, wenn das Rad an seine... Wer hat denn überhaupt das Motorrad gebockt? Wir brauchen also irgendeine Art Seil. Also Seil wäre hier genug. Nur mal als kleiner Hinweis.
massenweise Bücher. Würde ich es erstmal ignorieren, dass wir da irgendwas holen. Guck mal, da ist sogar ein Fleckchen an der Wand. Die ganze Zeit das hing. Der Rost hat übergriffen. So, ist das jetzt eine Möglichkeit hierzu? Es geht doch nichts über eine Nahkampfwaffe. Bewegt sich nicht. Vielleicht, wenn ich einen Hebel verwende. Den bekomme ich da nicht raus. Ja, ich will einen Hebel verwenden. Ich schiebe das echt rein. Moment. Achso, ich dachte, wir heben da irgendwas an, machen ein Seil, dann safe. Aber stimmt, wir haben ja schon, wie können wir den auch tiefer halten? Der steht ja gar nicht erhöht. Der steht erhöht, damit können wir irgendeine Führung hinkriegen. Das heißt, wir haben das jetzt alles nur gemacht, um einen Holzplatz zu kriegen? Ist das wirklich? Wir brauchen eine andere Lösung. Denk nach, Nicole. Geht nicht. Jetzt brauche ich jetzt einen Holzplatz. Ein hartes Holzstück. Geht nicht. So geht das nicht. Ich muss irgendwie den... Das nennt man Versuch und Irrtum. Also ich fände es manchmal von ihr ein bisschen angenehm, einfach zu sagen, dass sie uns teilhaben lässt. Sie könnte ja auch sagen, ich muss jetzt erstmal die Leiche untersuchen oder sowas. Oder sagen, oh, ich muss das Motorrad fertig machen, ich muss jetzt hier abhauen. Aber sie sagt gar nichts. Also wir wissen jetzt nicht, ist jetzt gerade unsere Aufgabe, also jetzt wirklich ernsthaft gemeint meinerseits, ist es die Aufgabe, wir sollten jetzt unbedingt dass man diese Seite suchen, ist die Aufgabe jetzt irgendwie mit der Leiche was anzufangen? Oder ist die Aufgabe, das Motorrad fertig zu machen, um abzuhauen? Oder ist das alles ineinander gemüllt? So, wir können hier auf jeden Fall einen Drehhocker. Ein Drehstuhl. Diese Objekte passen nicht zusammen. Stimmt, der Drehstuhl die ganze Zeit. Wir können da mal ins Buch gucken, was wir damals rausgeholt haben. Vielleicht ist das da wieder drin. So, Drehstuhl. Das nennt man Versuch und Irrtum. So geht das nicht. Ich muss irgendwie den hinteren Teil des Motorrads anheben. Diese Objekte passen nicht zusammen. Ein Stuhl ohne Polster ist wie Beine ohne... Ach, egal. Denk nach, Nicole. Kann man jetzt nicht irgendwie... Wir brauchen eine andere Lösung. Also den Drehstuhl, das verstehe ich ja schon, aber wärst du jetzt nicht clever, den Holzblock... Das funktioniert nicht. Diese Objekte passen nicht zusammen. So. Alles, was ich hier automatisch klicke, ich sammle wieder ein Motorrad hinten. Das halte ich für keine gute Idee. So geht das nicht. Ich muss irgendwie den... Übrigens auch ohne Luft fällt mir gerade auf. Das heißt, egal was wir hätten, wir haben das Problem, dass wir... oder noch Luft drauf lassen müssen. Das hat er nämlich nicht gemacht. Dann hätte er. Wir gucken nochmal nach. War das Buch war irgendwo hier unten gewesen, doch, oder? Ja. Ich habe den Schlüssel schon. Ja, aber hätte ja sein können, dass der jetzt die Seite ganz speziell hier versteckt. In dem Buch nochmal als letzte Aktion. Und das ist hier am hellsten Tag passiert. Auch das Ausbluten. So. Hast du noch was für mich? Auf Wiedersehen. Ich sag. Okay, was haben wir noch? Der Infoständer, der ist egal. Können wir nicht einfach eigentlich das Auto, das Motorrad hierher schieben? Was spricht denn eigentlich dagegen? Denk nach, Nicole. So, wir haben jetzt das.
Ein paar Reifen auf einem Ständer. Ein Wagenheber. Wir brauchen eine andere Lösung. Warum haben wir jetzt ein Klotzholz? Ein Holzklotz. Komm. Können wir eigentlich jetzt in den Laden nochmal gehen? Oder ist da der wieder zu? Der Laden hat geschlossen. Wer hätte es gedacht? In das Café, warum auch immer das Café hier ist, weil wir haben seitdem nichts gemacht. Also dann kommt irgendwie der Mörder, hat uns die ganze Zeit beobachtet aus dem Café heraus. Und dann kriegt man da so eine Sequenz, wo man sieht immer aus dem Café und also so schwer atmend. Okay. Ja, können wir den Degen wieder mitnehmen? Ach komm, wir können es komplett drehen. Das ist ein ungewöhnlicher Ort, um Dinge zu lagern. Das hätte ich jetzt fast übersehen. Sieh an. Motorradschlüssel. Sehr schön. Und eine Liste der Verschwörer. Aber Carnot übrigens nochmal. Trotzdem nochmal interessant, dass er immer noch... Oh Gott, die Schrift. Die 6 vor allem. Er hat es nicht perfekt analysiert, was jetzt der Zusammenhang ist, ja? Gut, dann probieren wir es nochmal. Wir nehmen... Können wir das jetzt mit dem Schraubenschlüssel hochdrehen? Oh, guckt an. Dann legen wir den Klotz unter. Richtig. Dann nehmen wir es weg. Und tun... die drauf. Ich muss nur das Rad sichern. Okay. Und dieser Schraubenschlüssel ist zu groß. Ich muss entweder einen anderen finden oder das Rad irgendwie anders sichern. Der ist zu groß, kann ich... Ne, es muss ja was Metallenes sein. Zur Kraftübertragung habe ich irgendeinen... Hätte ich... Moment, kann ich jede Münze nehmen? Rad gesichert. Naja, okay. Cool. Das war ja eventuell einfach. Das halte ich für keine gute Idee. Ja, und damit können wir es jetzt theoretisch stoppen. Manches könnte so einfach sein. Ich wollte gar nicht wissen, wie viel Zeit ich jetzt rausgeschnitten habe, wo ich Quatsch gemacht habe. Oh, geht zurück nach Frankreich. Alles noch für einen Vorrat. Da steht auf der Liste noch jemanden, wo wir hin müssen? Mal sehen. Moment, wir können ja schnell mal das Tagebuch angucken. Das allerletzte ist 18. April, Spanien, Azara. Azara ist eine kleine verlassene Stadt in den Bergen. Mein Auto gab den Geist auf und ich musste es bei einer örtlichen Werkstatt zur Reparatur geben. Die Arbeiten werden eine Weile dauern, weil die nötigen Teile nicht vorrätig sind. Jedenfalls konnte ich den Antiquitätenhändler finden und zum Glück war er noch am Leben. Sein Name ist Antoine Sorion. Ein netter alter Mann, ein wenig altmodisch vielleicht. Ich konnte ihn nur mit Mühe und Not davon überzeugen, dass sein Leben in Gefahr war. Letztlich erklärte er sich jedoch bereit, mit mir zu fliehen. Aber nur unter der Bedingung, dass ich das Motorrad seines Enkels repariere. Die Reparatur des kaputten Reifens kostete uns einiges an Zeit, die wir nicht wirklich hatten. Dem Puppenspieler reichte diese Zeit, um den Antiquitätenhändler zu ermorden, bevor ich das Motorrad instand gesetzt hatte. Vor seiner Ermordung verriet mir Antoine jedoch noch ein paar Details aus der Vergangenheit. Ich sicherte die Beweise am Tatort. Eine Holzpuppe und eine Liste der Vorfahren der potenziellen Opfer. Wenn ich der Nachkommen finde, kann ich vielleicht ein paar Morde verhindern. Ich borgte mir das reparierte Motorrad. Hoffentlich nimmt mir der Enkel des alten Mannes dies nicht übel. Ich möchte mal kurz erwähnen, in Teil 1 haben wir ein Auto geborgt, also ausgeliehen, diesen Jeep, der dann kaputt ging. Wir haben hier schon ein Auto, einen Mietwagen,
in Frankreich über den Hotelpagen bestellt, Pierre, was jetzt irgendwo in Spanien hängt. Und jetzt haben wir ein Motorrad geklaut von einem Mordfall, einer Mordsituation und fahren hiermit nach Marseille. Und wer weiß, was mit dem noch passiert. Also super, super. Ich finde es übrigens herrlich, dass dieser Mord stattgefunden hat, während wir hin und her gegangen sind. Also ich meine, der braucht ja Zeit, um das Opfer ausbluten zu lassen, es alles herzurichten, und wir sind immerhin rein und rausgegangen. Also der Mörder konnte nicht wissen, dass so viel Zeit ist. Aber gut, genug geschnackt. Ich würde sagen, was hier passiert, gucken wir uns das nächste Mal an. Bis dahin, euer Landetor. Tschüss.